Silvia, machen wir schnell fertig. Ah, gerade der nächste Impuls. Das war hier drüben irgendwo, sage ich doch. Silvia, oh Silvia. Was haben wir dich vermisst? Was ist da drüben? Verbrannter? Nee, das ist einfach nur ein Mensch. Der macht seinen Garten. Dann lassen wir ihn mal seinen Garten machen. Die Palmen sind cool, ne? Oh mein Gott. Was das für ein Game Changer mal wieder ist. So eine Total Conversion Map Overhaul Mod. Können wir? Ja, wir können übernehmen. Hier ist ja gar keiner. Außer die Brahmen. Die hatte mal wer gebaut gehabt. Einfach nur Böden, ne? Nicht im Freiflugkameramodus. Einfach nur Böden. Mehr nicht. Das ist ja schnell gemacht. Bevor die Gegner hier ankommen. Na du Muku, keine Sorge. Wir tun dir nichts. Du könntest verwandt sein mit unserer Kuh. Das wäre dann schon traurig. So, Böden bitte. Da sind sie. Los geht's. 25, das packen wir. Holz ist genug am Start. Und vielen Dank nochmal für den Hinweis. Wenn grün ist, nimmt er die Ressourcen aus der lokalen Werkstatt. Und erst ab gelb aus dem eigenen Inventar. Oh, das ist sogar noch gerade eine Atom-Challenge gewesen. Die nichts mit der Season oder Scorepunkten zu tun hat. 40 Atomen, einfach so. Block, block, block. Oh, Expedition. Aber ich muss noch eine Daily Ops spielen. Aber wir sind frühzeitig fertig. War jetzt also alles andere als so super zeitkritisch, wie sich das am Anfang angefühlt hat. Aber okay, haben wir. Ja, wir sind durch. Fast hätte ich es schon wieder übersehen. Baue Verteidigungsgeräte. Ach, das können wir auch gleich fertig machen. Jut, Geschütze. Weiter nach rechts, ne? Genau, alles grün, wunderbar. Eins. Achso, hier steht schon zu viel rum davon. Ungünstig, aber das gilt auch, ne? Ja, das gilt doch auch. Ne, gilt nicht. Eine Sekunde. Na, wenn nicht, müssen wir was abreißen hier. Hat nicht gezählt. Aber Geräte geht ja auch, ne? Waschmaschinen. Wo sind meine Waschmaschinen? Auf die ist immer Verlass. Hier, da unten. Zack. Ja. Block. Kohle, Kohle, Kohle. Also, naja, Score-Kohle. Machen wir noch die Unterkunft fertig und dann zum finalen Abschluss. Von den ersten täglichen und wöchentlichen Aufgaben. Score geboosteter Action. Die Daily Ops. Oh, da. Stopp. Miss Queen lädt ein. Da sollten wir einsteigen. Was ist denn heute eigentlich? Tägliche Rüstungsdurchdringung. Aber so oder so, wir brauchen ein Team. Wir brauchen ein Team. Okay, Gift. Naja, Gift ist nicht so schlimm, aber tödliche Rüstungsdurchdringung nicht blutig und dann auch nicht mit Don Kloppy. Wir kommen gleich. Wir winken. Wir kommen gleich rüber. Die Geschehnisse überschlagen sich. Hatte ich irgendwie legendär gut bekommen gehabt? Nicht mal ein bisschen, was für eine Frechheit. So, Don Kloppy, weg. Ja. Und wir packen ein Pfandeklöppchen vierfach. Ja. Na klar. Pfandeklöppchen. Oder? Oder Klopp, Klopp wieder. Ja, genau. Nehmen wir Klopp, Klopp. Doppelschuss. I'm on my way. Ich muss noch ganz kurz entstrahlen. Ich bin im richtigen Loadout, ne? Im 7er Loadout. Ja, war ich die ganze Zeit. Spritze, Spritze, Spritze. Kleidung, Rüstung brauchen wir. Rüstung brauchen wir, genau. Da ist Nummer 3 im Team. Also kann die Action gleich losgehen. Wenn Miss Queen... War doch Miss Queen, ne? Ja, Miss Queen nicht schon losgelegt hat. Nee, sie ist schon unterwegs. Okay, na dann machen wir uns die Lynchboxen auf. Lynchbox. Däumchen. Ja. Lynchbox. Däumchen. Lynchbox. Däumchen. Und ein Pfadfinder-Pionier-Banner. Nur für den Fall der Fälle. Aber vor Gift brauchen wir uns ja sowieso keine... Also, da brauchen wir uns sowieso keine Sorgen machen. Die Knarre bitte. Jetzt. Drogen und Ballistobock, Kaffee und Kuchen erst bei den dicken Gegnern. Ja, ich schmeiß an die Kiste, ne?
Da kam ich ja genau richtig. Block. Lampe ist an. Wir können... Ach so, ja. Barry Mantets nachlegen. Egal, welche Gegner es sind. Damit wir intelligenter sind. Aber es sind lebende Gegner. Und jetzt wieder Köpfchen, ne? Köpfchen, hallo. Oh, mit Gleisgewehr unterwegs. Da müssen wir uns ranhalten. Oh, ich möchte auch mal wieder mit dem Gleisgewehr eine Runde spielen. Über uns. Ich guck mal eben, ob da irgendwer ist. Na? Oh, ich bin ein bisschen planlos gerade. Aber das liegt doch an den Umständen. Nicht planlos, sondern... Ich habe überhaupt keinen Halt gerade. Aber da sind unsere ersten Gegner. Fühlt sich doch gleich viel, viel besser an. Ja, machen wir. Da unten. Kaffeekuchen. Ja, kann man ruhig jetzt machen, ne? Ich mach die Kiste aus. Oder an, wie man halt möchte. Noch einer im Sinn. Weiter. Jetzt müssen wir richtig einsteigen. Ein für alle Mal. Hier hoch, bitte. Ja, direkt hoch. Wir sind hier. Noch einer. Ja, oh, alles voll. Wir müssen agieren, wir müssen reagieren. Keine Zeit zum Nachdenken. Ist oft sowieso viel hinderlicher als alles andere. Nice. Runter wieder. Vielleicht sogar rüber. Mit dem Jetpack geht das ohne Probleme. Aber mit der Powerrüstung auch. Doch, das ist schwieriger. Aber wo sind sie denn? Noch drei? Ja. Oh, oh, jetzt kommt der Dicke. Ja. Okay, Kaffee und Kuchen ohne Ende. Und jetzt runter. Hinten, ne? Im hinteren Raum, wenn ich mich nicht irre. Nee, da oben. Ja, gut. Ich sag mal 3 minus, ne? Das haben wir schon mal besser hinbekommen. Aber auch schlechter. Das lag nicht am Team. Das lag jetzt hier am mittleren Einstieg, weil wir nicht zusammen losgelegt haben. Aber genug der Entschuldigungen. Geschafft ist geschafft. Wir haben die täglichen und die wöchentlichen fast fertig. Stimmt, wir müssen auch in die Unterkunft. Oh, da haben schon wieder irgendwas Waffentechnisches freigeschalten. Meine Güte, das wird ja immer besser. 4 Minuten und 14 Sekunden. Aber die Vorarbeit wurde ja schon geleistet. Okay. Na, zeig mal, was ist denn der seltene Loot hier? Ja. Und die seltene Belohnung, bitte. Behandlungsfehler. Haben wir schon ewig nicht mehr bekommen. Aber neu... ist das Ding auf jeden Fall nicht. Aber zumindest haben wir eine ordentliche Ladung legendär gut bekommen, dass wir natürlich hier direkt in Scheine umwandeln wollen. Gelle? Ja, gut, Rüstung, ne? Viel Fraß, da habe ich ein besonderes Augenmerk drauf, aber haben wir auch schon länger nicht mehr bekommen. Gibt's irgendwas für uns im Spendenkasten? Aktuell nicht so, naja. Gut, dann machen wir jetzt weiter. Wir mussten in die Unterkunft, in den Keller, aber nicht in diesen. Sondern in diesen hier. Und hier müssen wir Gegenstände bauen. Boden- und Wandschmuck. Noch 10. Da können wir hier gleich den Ausbau von unserem Projekt Fight Club weiter nach vorne bringen. Ach ja, ich habe hier ein paar Tafeln aufgebaut. Ohne euch. Während einer nicht aufgenommenen No-Commentary-Session. Wegen Score-Punkte natürlich. Ja. Gut, schön, dass wir drüber geredet haben. Ja, die leuchten schon wieder nicht. Das wird nicht funktionieren. Bitte, ich habe nichts gesagt. Spring Break zur Feier des Tages. Und Boom Shakalaka. Okay, Flipper. Ja, den Flipper wollen wir auch gleich hinstellen. Hier, bei den ganzen Gerätschaften. Wo finden wir den eigentlich? Ist der bei Geräte oder sonstiges? Oh... unsere Schneemaschine. Ich habe sie ganz vergessen. Wir können es hier drinnen schneien lassen. Come on, echt jetzt? Na, wenn dann hier drinnen beim Kämpfen. Hier wird nur bei Schnee gekämpft. Das ist wie ein Super Mario Eislevel.
Aber du brauchst auch noch Saft. Ja, stimmt. Saft, Saft, Saft. Ich mache am besten hier drinnen auch. Ach, guck mal, wir haben hier drinnen Saft. Aber da drüben, ne? Nee, nee, nee. Du kriegst hier hinten deinen eigenen Saft, bevor ich hier komplett einmal durch... Ja, ein Kabel durchziehe, das möchte ich nicht. Ja, daran bitte. Da in die Ecke. Ich glaube, ich muss die Schneemaschine nochmal wegnehmen. Nee, brauche ich gar nicht. Doch, muss ich ganz offensichtlich. Hier nach vorne bitte. Ja, genau, dahin wollte ich dich bauen. Dann kommst du hier hin. Du kommst wieder zurück. Nicht in den Boden bitte. Oh Gott, nein. Jetzt spackt es rum. Ich glaube, ich muss das Ding ganz kurz einlagern. Ist sie auch kleiner geworden oder ist sie einfach nur jetzt im Boden verschwunden? Das ist hier die Frage. Gelagert. Fein säuberlich in die Ecke. Schneit es dann auch wirklich hier drinne? Komm schon. Dankeschön. Wunderbar. Der Boxring. Ich habe ihn nicht vergessen. Wir haben ihn gekauft. Müssen wir gucken, inwieweit das hier alles reinpasst. Die Bowlingbahn, ich möchte mich eigentlich nicht von ihr trennen. Aber wir könnten sie schon versetzen. Hier draußen ist ja auch noch... Also für den Pre-Fight-Bereich ist ja auch noch jede Menge Platz hier. Aber der Flipper. Wo ist jetzt der Flipper? Ich tippe wieder auf Sonstiges. Da ist viel guter Kram bei Sonstiges. Flipper, Flipper, Flipper. Oh, und die ganzen Spielautomaten aus Nuka. World, das könnte man auch hier alles in die Raucherecke ballern. Guten Appetit. Und unter dem Umstand würde die Bowlingbahn hier draußen sogar noch besser funktionieren. Hier ist zumindest schon mal der Flipper. Boardwalk Bonanza. Die Figur da drauf. Ehrlich. Aber nicht da in die Ecke. Nein, nein, nein. Das muss alles hier fein säuberlich vonstatten gehen. Und hier. Da kann man spielen. Direkt an der Klippe. Oder... Warte mal, ein Stückchen. Können wir dich ja noch nach da ziehen? Aber nicht, dass es so gedrungen aussieht. Nicht noch gedrungener. Der Stuhl, der Ghoulstuhl ist jetzt ein Problem. Aber kein allzu großes. Wie lange habe ich noch? 14 Minuten. Keine Panik, das kriegen wir schon hin. Wir müssen nur zusammenhalten. Ja, aber hier in der Ecke. Ich hätte hier gerne Rückgängig-Taste. Das wäre toll. Na, dann richten wir alles Richtung Stuhl aus. Das ist in Ordnung. Dann können wir dich doch noch hier hinpacken, wenn wir wollen. In die Ecke. Wir könnten auch alles Richtung Stuhl ausrichten. Aber hier in der Ecke können dann keine zwei Leute gleichzeitig spielen. Ich finde, das ist keine Option. Du musst doch hier rüber. Ist aber nicht so schlimm, ne? Solange wir hier alles hinbekommen, wird ein Schuh draus. Das zählt jetzt aber nicht, ne? Das ist kein Bodendekor. Achtung, Achtung! Erstmal um die Basics kümmern, würde ich sagen. Ja, was können wir denn alles bauen? Was wollen wir denn alles bauen? Soll schon ein schicker Kram werden, den wir noch nicht so häufig gebaut haben. Hier, Voltec-Banner habe ich noch nie zuvor gesehen. Wo habe ich denn das bitte hier? Hier schön in die Ecke. Ist das Possebro? Ja, tatsächlich. Na dann, so weit wie möglich nach oben. Na, Schande. Das ist in Ordnung. Das können wir so hängen lassen. Eine schöne Bereicherung dieser Raucherecke. Beware Deathclaw. Ja, hier so ein paar Schildchen hin. Ist immer besser als nackte Wand, finde ich. Down to camps. On premises. Ja. Aber wir haben noch mehr Schilder. Oh, das ist ja viel schöner. Das ist die Assi-Variante von dem Schild. Können wir die hier noch integrieren? Aufs Spielbrett? Können wir machen. Happy Birthday haben wir schon drin, ne? Bei der Eule. Die Eule ist der Schiedsrichter, Schrägstrich der Präsident. Sie sitzt nämlich an einem Präsidententisch. Wollte ich jetzt nochmal anmerken. Köpfchen haben wir da drüben schon, ne? Ja. Ohne Ende. Condemned geht aber auch immer, finde ich. Hier am Automaten. Direkt am Bauch des Verkaufsautomaten.
Block, noch 5. Kriegen wir hin. Vorhänge, Markisen, Klimaanlage haben wir auch schon, da bin ich mir sehr sicher. Oh, da ist mir doch tatsächlich die Glasur ausgegangen. Mal gucken, passt du hier rauf? Oder an die Seite? Oh, du schwebst ja, das geht gar nicht. Das ist zu glitchy. Das wollen wir nicht. Ganz kurz grounden und dann nochmal neu ansetzen. So funktioniert das. So hören die Sachen auf zu schweben hier in Fallout 76. Aber auch teilweise bei Fallout 4. Jut, das Schild an die Ecke. An glitchy. Mhm. Tob dich aus. Noch 4. Oh ja, das ist auch schick. Fehlt jemandem ein Organ? Aber es muss passen. Hier vielleicht auf dem Flipper. Wobei, die Punkteanzeige funktioniert. Die bewegt die sich. Nein, wir können hier gar nicht spielen. Ist okay, machen wir gleich fertig. Aber wir müssen innerhalb der nächsten 8 Minuten diese Aufgabe zu Ende spielen. Dann bitte auf ein anderes Spielbrett. Hier. Da, Caution. Schön. In die Ecke. Noch 3 Sachen. Verdammt nochmal, ja. Oh, das hätte ich sehr gerne. Haben wir aber nicht. Haben wir leider nicht da. Ist alles noch geschlossen. Nein, aber Bodenschmuck geht ja auch. Eine Sekunde, das ist hier gleich um die Ecke. Bodenschmuck. Tonne. Aber die brennt nicht, ne? Das ist keine Brandtonne, ne? Das ist einfach nur eine Tonne, ich weiß nicht. Hatten wir nicht irgendwo eine? So als Mülltonne? Kann man die schon verwenden, aber trotzdem. Ich bekomme den Maulwurf einfach nicht in den Kuchen. Die Leute müssen ja auch ihre Kippen wegschmeißen können, aber da können sie doch einfach hier zack ins Feuer reinschnipsen. Das geht auch in Ordnung, aber eine Mülltonne ist in Ordnung. Mit dem Logo zu uns hier. Also zu uns / Rauchern. Tickets? Naja, Tickets müssen auch irgendwo verkauft werden. Man kommt hier rein. Und bis hierhin darf man auch ohne Ticket. Aber dann ab hier nur noch mit Ticket. Ja, das ist in Ordnung. Warte mal, stopp, Kamera. Ich möchte von oben reingucken. Naja, zumindest den hinteren Teil möchte ich sehen. Damit wir hier ausnahmsweise mal so halbwegs gerade monkmäßig abschließen können. Noch eine Sache in 7 Minuten. Aber damit die Leute hier nicht einfach vorbeihuschen, brauchen wir hier auch eine Absperrung. Und da haben wir doch eine von Nuka-Cola gehabt. Da, Nuka-Cola Dark. Ja, richtig. Damit wir sie hier konzentriert vorbeiführen. Am Tickethäuschen direkt entlang, ne? Hier einmal, genau. So schräg. Und dann noch hier eine Lücke übrig lassen. Ich bin immer noch in dem Kameramodus, ne? Hier so, direkt daneben. So ist gut. Wir haben es geschafft. Das ist der Eintrittsbereich. Und man ist mehr oder weniger gezwungen, wenn man dann sein Ticket gelöst hat, hier über die Spring Break Feuerwerksplatten zu laufen. Aber sowieso, wenn man hier hoch will, ne? Ist in Ordnung, können wir gelten lassen, aber irgendwer muss ja auch die Tickets kassieren. Eine Sekunde, wir haben hier noch keine Mannequins aufgestellt. Sollten wir vielleicht mal tun. Eine nette Dame. Zieht hier die Tickets. Hier drinne. Block. Und sie braucht auch Kleidung. Doch da brauche ich jetzt erstmal eine Stash-Kiste. Ach guck mal, nehmen wir einfach diese Kiste. Stimmt, richtig. Das ist ja auch eine Stash-Kiste. Wir brauchen Klamotten für eine weibliche Ticketverkäuferin. Nichts Albernes. Oh ja, genau, das ist gut. Anstaltsmitarbeiterin. Und zwar weiß, das ist gut. Ist das ein Kittel hier? Uniform oder ist das eine Hose? Das würde voll in Ordnung gehen. Da verkauft sie nicht nur die Tickets, sondern auch kümmert sich um schwere Verletzungen oder so. Die Erstbehandlung, die ist wichtig. Die entscheidet über alles. Eine sehr, sehr gute Idee. So, zeig mal bitte. Warte mal. Wait, what? Ach, Kleidung. Entschuldigung. Ah, nee, alles okay. Doch, wir hätten aus dem
Dash direkt den Kram nehmen können. Naja, macht ja nichts. Wieder was dazu gelernt. Zuweisen und zuweisen. Ja, das ist perfekt. Tickets und erste Hilfe und Likes erwähnen. Ah, das mache ich immer so ungern, aber es gehört leider nun mal dazu. Der Algorithmus braucht Feedback und zwar von euch.